Herzlich willkommen zu diesem Video und vielen Dank fürs Einschalten. Ich erkläre euch in diesem Video, wie ihr den Akku der elektrischen Panasonic Zahnbürste EW1031 wechseln könnt. Es ist wichtig, vorsichtig bei den auszuführenden Schritten zu sein, da die Kunststoffteile innen drin schnell abbrechen können. Ihr benötigt für den Akkuwechsel einen PH- oder PZ1 Kreuzschraubenzieher und einen neuen Panasonic Akku EW1031RB2W. Der befindet sich in einer solchen Verpackung, sowie eine Schnabelzange wie diese hier. Der Link zu einem passenden Akku findet ihr unter dem Video im Text. Im ersten Schritt wird die Bürste entfernt. Das habe ich hier schon getan. Die könnt ihr einfach abziehen. Im nächsten Step wird dieser Ein- und Ausschalter entfernt. Das kann ich machen, indem ich mit dem Fingernagel hier unter dem Halter Hebel. Ich entferne nun die Schraube und halte den Schaltmechanismus hier unten fest, diesen Schaltmechanismus, damit das Gerät nicht arbeitet bzw. vibriert. Unter der Schraube befindet sich eine kleine Dichtung, diese bitte nicht verlieren, damit die Zahnbürste weiter dicht bleibt. Nun wird dieser Schaltmechanismus entfernt, und zwar auch mittels Heraushebeln. Das kann einfach abgenommen werden. Nun wird mit dem Kreuzschraubenzieher die Schraube auf der Unterseite der Zahnbürste gelöst. Achtung, auch hier befindet sich ein kleines Teil, eine kleine Scheibe, die Unterlegscheibe. Die dürft ihr auch nicht verlieren. Das weiße Gehäuseteil kann nun abgezogen werden durch die schwarze Dichtung hier unten. Und im Gehäuseteil kann es einen leichten Widerstand geben. Die mit zwei Kabeln verbundene Spule wird beiseite gelegt. In diesem Gehäuse befindet sich auch eine kleine schwarze Dichtung, die ist mir hier gerade reingefallen. Ich löse nun mit einem kleinen spitzen Gegenstand, das ist ein Feinmechanikerwerkzeug. Ihr könnt aber auch einen Brieföffner nehmen oder ein Messer. Ihr müsst nur aufpassen, dass dieses Kunststoffteil nicht kaputt geht. Da hebel ich einfach nur dieses Kunststoffteil aus der Arretierung. Genau. Und jetzt kann ich mit der Flachzange das Innenteil herausziehen. Einmal das hier. Um es besser zu verstehen, das ist wirklich der schwerste Schritt, dieses Teil zu lösen. Hier seht ihr die Einkerbung, die weiße Einkerbung, und die verschwindet im Gehäuse in diesem Bereich. Und dieses weiße Teil muss quasi etwas hochgehebelt werden und nach oben, damit es aus dieser Führung rausspringt. Ich habe jetzt freien Zugriff auf den Akku. Als erstes entferne ich die Verklebung, die ist hier schon entfernt. Und dann muss ich den Vibrationsschutz ablösen, um den Akku herausnehmen zu können. Genau, den Akku einfach entfernen und einen neuen einsetzen. Dieser Akku hat 1100 mA. Es ist ein Nickel-Metallhydrid-Akku. Genau, und den neuen Akku findet ihr unter dem Video im Text. Ich setze also einen neuen Akku ein. Die lange Nase mit der weißen Kappe kommt nach unten. Okay, jetzt setze ich das Innenteil wieder in das Gehäuse ein. Und zwar achte ich darauf, dass ich das Innenteil mit dieser Seite hier, wo die Schraube reinkommt, hier enden einführe. Also quasi so rum. Mit der flachen Seite der Spitze nach oben zur Leserichtung einführen. Und dann schiebe ich bis zum Ende, und zwar bis hier die weiße Kunststoffplatte sichtbar ist. Im nächsten Step nehme ich das weiße Gehäusebefestigungsteil
und schiebe es wieder hier rein. Und jetzt ist, wie ihr sehen könnt, das Teil hier abgebrochen. Ich setze dieses Teil mit der Zange so rum ein, dass diese Nase hier die andere Nase berührt. Dann klappe ich dieses Bauteil wieder zurück, setze die Kappe mit den beiden Dichtringen auf, und zwar auch hier in Leserichtung, das heißt, die Unterseite wird so aufgesetzt, zusammendrücken und mit der Schraube befestigen. Und zwar nehme ich die Schraube, wo die Scheibe dran ist, schraube alles fest. Dann nehme ich das kleine weiße Stellrädchen, lege es wieder hier rein in die Stellung. Und zwar mit der weißen Nase nach unten. Befestige ich das Ganze mit der Schraube und drücke von unten den Schalthebel an den An- und Ausschalter. Jetzt kann die Zahnbürste wieder aufgesetzt werden und der Akku ist erfolgreich gewechselt. Ja, wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Und falls ihr es noch nicht getan habt, könnt ihr den Kanal hier abonnieren. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.